Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together mit mir, Chris, und dem Jay. Hallo Jay. Hallöchen. Und wir spielen Resident Evil 5 im Koop. Natürlich blind. Blinde Zombie-Schnetzelei. Auf jeden Fall. Ja, wir starten jetzt, sofern die neuen Resident Evil-Teile ganz gut sind, also Operation Raccoon City und Teil 6, so eine kleine Resident Evil-Reihe. Und da fangen wir mit Teil 5 an, ne? Hammer logisch. Ja, auf jeden Fall. Was machst du da Schönes? Wir spielen natürlich auf normal. Achso. Angriffsreaktion, ja, ich hoffe mal, dass es Friendly Fire ist. Ich lasse es mal Er wird direkt bei dir getestet. Ist direkt aufs Maul. Spielsitzung erstellen. So, jetzt muss ich dich noch einladen. Lad mich ein. Hab dich eingeladen. Da möchte jemand mit mir spielen. Boah, ich hasse dieses Win Games for Windows Live. Das ist Oh so ja, das ist umständlich. echt bescheuert. Behindertste Sache, die es gibt. Aber ich dürfte jetzt da sein. Möchte ihr im Spiel beitreten? Oh ja. Yay! Ice-T ist im Spiel beigetreten. Happy Pura. Ist fertig? Ah, ne. Klar. Ihr Partner ist noch nicht bereit. So, jetzt bist du bereit. Auf Natürlich bin ich geht's. fällig. Bin immer fällig für dich, Schnucki. Jo. Alter, war das der Ku Klux Klan? Der Ku Klux Klan aber Absätze. Jawohl. Das ist ganz schön eklig. Das ist die Dschungelprüfung. Hammergeil, jetzt kriegt der Rasterlocken. We secured the underground route to the coordinates. Oder? Der hat jetzt Rasterlocken. Oder Cornrows. Nee, der hat gerade die 10 Sterne erspielt. Da muss gleich zur Dschungelprüfung. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Hast du einen geilen Arsch, ey. Welcome to Hallo. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. Oh, da werden alte Erinnerungen wach. Oh ja. Yeah. Finde ich geil, dass die Halle Berry dafür ihr Gesicht gegeben hat. Sieht ja fast genauso aus. Boah. Ja. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for.
Maybe one day I'll find out. Hey, hey, Uyo Ngeti, alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Immer diese Grabscher. Let's go. Immer diese Bestecher. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Immer diese Bösen. Der fand, boah, der hat richtig, so richtig bösen Blick hatte der. Alter. Kapitel 1, der Kontrollpunkt für Zivilisten. Dann gehen wir mal da direkt durch. Wer bin ich denn jetzt? Ja. Ah ja, ich bin die Ische. Ja, Chris ist Chris und du bist... Chris, du. Shiva. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. Ich kann gar nicht schießen. Hallo? Watch your backs. Ach geil, guck mal, drück mal M. Ja, der Vorteil ist ja nicht mehr so gruseln, sondern ein bisschen mehr ballern. Wieso schlagen die da auf den Sack? Wer ist denn da drin? Ich glaube, da ist Hani drin. Ja. Hallöchen, die haben endlich, da ist der Bram drin. Auf jeden Fall. Alter, guck dir mal den Blick von dem an hier. Der sieht richtig geil aus. Jetzt. Oh, scheiße. Alter. Kann ich eigentlich die Kamera noch ein bisschen weiter wegmachen? Das sind die Berliner U-Bahn-Schläger hier. Alter. Ich glaube, die Kamera kann man gar nicht zurückmachen, ne? Ne, also ich hab die ja direkt, Ihr habt die ja direkt hin. Das ist ein Third-Person-Shooter, ne? Kann man hier schon Sachen sammeln? Keine Ahnung. Hey, sind sie... sind Kisten. Ja, aber keine Waffe. Hey, hier sind Kisten. Super. Lol. Oh, ich bin weiter, zu weit gelaufen. Sehr schön. Corona Piami Butchery. Jawohl, plötzlich sind die U-Bahn-Schläger weg. Ja, ich glaube, jetzt fängt die Kacke an zu dampfen. Dafür, das von 2009 sieht aber echt gut aus, muss man ja sagen. Ja, auf jeden Fall. Sind wir denn schon 3 Jahre? Ja, nicht das stimmt. Lecker in der afrikanischen Hitze, schön Fleisch. Da geht das Herz eines Tiermediziners richtig auf. Chris Redfield. Lol. Go around to the side door. Was? Achso. Ja, du nicht. Warum nennt die mich Chris Redfield? Das ist der. Das ist nicht die. Hallo, Mr. Turban. Good, you're both here. Come. Da, 2009 lebte Osama Bin Laden noch. Ah, fällt zu wenig Bart. Er hat da eingewickelt, da. You too. Oder abrasiert. Maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Jack them. Jack them. Bin ich immer gespannt. Raketenwerfer. Grab your weapons. The operation's already started. Jawohl! Geil! Kann ich noch was nehmen? Objektmenü. Wie Objektmenü? Welche Taste ist ein Objektmenü? E. Ja. 10 Schüsschen. Hammer. Da kannst du wahrscheinlich an jeder Ecke eine AK oder so einen Quatsch kaufen und die kriegen so eine Pistole mit 10 Schuss. Und jetzt habe ich eine geile Waffe. Ich will die Rüstung da haben. Und die Messer. Ja, irgendwie liegt da noch was drin. Das ist doch irgendwie Quatsch. Ja. Es steht drin, dass ich noch mehr nehmen soll. Sagt er zumindest. What?
Hä? Der Schwert ist doch noch der Weg. Nice. Ja, wir sollen nochmal mit ihm reden. Aber wenn du da nichts mehr nehmen kannst, dann reden wir mit ihm. Also ich kann nur die Waffe nehmen. Hast du noch was anderes gemacht? Ach, der sagt, dass wir noch mehr nehmen sollen. Nö. Ausrüsten. Ah, jetzt ist das ausgerüstet. Ah. Das hatte ich vergessen. Ausrüsten. Destination coordinates. Town squares up ahead. Go through there. Alpha team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Ouroboros? What? Mostly just rumors. Something about visions of a doomsday project. Doomsday sounds about Ouroboros. Right. Apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. War geil, der war mal Formel 1 Fahrer. Ah ne, der hieß Irvine. Der hieß Irvine. Alles klar. Da lässt er uns da allein. Da kommen wir wohl nicht mehr raus. Ouroboros. Ich kann schon zielen. Ah, jetzt habe ich ein Messer. Das ist toll. What? Auf Leertaste. Ach so, dann musst du wieder gedrückt halten. Untersuchen. Ja, und beim Zielen kann man natürlich auch wieder nicht laufen. Ah, das ist noch nicht so ein Shoot and Run oder Run and Shoot oder Untersuchen. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Das passt eigentlich super in die Serie. Es wimmelt von Maden und Fliegen. Oh, was ist das denn? Dokument lesen. Sie sterben. Wenn Ihre Lebensanzeige leer ist, ändert sich der Status auf stirbt. Wenn dieser Status für Ihren Partner angezeigt wird, können Sie ihn aus der Nähe mit V retten. Sich selbst können Sie allerdings nicht auf diese Herr haben. Das Spiel ist zu Ende, wenn Ihr Partner Ihnen nicht rechtzeitig helfen kann. Oder wenn Sie und Ihr Partner gleichzeitig in den Stirbstatus versetzt werden. Ja, das dürfte auch klar sein. Oh mein Gott, das ist wie bei Saints Row. Das ist wie bei vielen Koop-Spielen. Ja, geht gar nicht. Wieso hast du so einen geilen Laser, ey? Ich will auch so einen Laser. Lol, du hast bei mir einen Laser, aber ich nicht. What the fuck? Ich sehe dann einfach, wo du hinzielst. Hast du eigentlich Friendly Fire an? Wollen wir mal gucken. Alter! Hast du Schaden bekommen? Nee, irgendwie nicht. Nee. Nee. Ah, okay. Dann halt jetzt hast du schon deinen ersten Schuss vergeudet, Jay. Oh mein Gott. Mach jetzt gleich einen Nahkampfattacke gegen den ersten. Das weiß ich, was kommt. Remember, we're a team. Ach genau, die Dinger, die solltest du mal kaputt machen. Nice. Geld. Ja. Haben wir jetzt beide 100 gekriegt? Oder 50? Ich hab 100 bekommen. Ja, ich hab jetzt 200... oder immer das ist. 200. 200... N. Nigerianische Dollar. Oh mein Gott, das macht sogar ein bisschen Sinn. Wenn wir auch wirklich da in Nigeria sind. Keine Ahnung. Wofür steht denn N? Newton. Was gibt's denn noch? Namibianische vielleicht. Wir handelnde Newton. Alter. Der Körper ist noch warm. Was ist hier bloß passiert? Er gab Mittagessen. Ouroboros ist da. Oh, ey, guck mal hier, so Alter. Mystische Kerl. Hier hat sich jemand von denen an der Ziege vergangen. Alter. Voll die Riesenziege. Alter, die ist so groß wie ich. Guck mal. Das ist voll die Monsterziege. Ja, vielleicht ist das so eine Virusziege, wenn die ist. Boah. Ja, da liegt ein Tierkadaver auf dem Tisch. Ist ja vielleicht für eine Zeremonie. Ja. Mit Fliegen mal. Ja, wie bei euch in der Tiermedizin, Jay, oder? Mit ja, genau so sieht das bei uns auch auf. Ja, genau so sieht das bei uns auch aus. Ey, guck da mal, ist warte, noch so ein Dokument. Kriegst du Geld? Die Schrift ist krackelig. Weiter. Ich habe 100 bekommen. Wie viel hast du bekommen? Weiß ich gerade nicht. Ich habe hier gerade so ein Dokument. Alle Nicht-Eingeweihten werden ihre Strafe erhalten. Sie werden den heiligen Tod sterben. Wir werden sie von den Fesseln der Boshaftigkeit erlösen. Jetzt stand er auf der Not. Doch, ich habe auch Geld gekriegt. Jetzt aber du hast jetzt keinen Gegenstand bekommen, ne? Nein, die müssen wir uns, glaube ich, teilen. Okay, kann ich das wegwerfen einfach so? Oder wie kann ich dir geben? Wenn ich zu dir gehe, was wird dann... Geben. Das kannst du mir geben, ja. Ah, nice. Grünes Kraut ist schon mal gut. Ich habe jetzt auch ein grünes Kraut. Ausrüsten, kann man rauchen, oder? Benutzen, kombinieren kann man das doch später mit rotem und hast du nicht gesehen. Ja. Welche Teile hast du denn gespielt? Eins und zwei auf jeden Fall. Drei aber nicht durch. Vier auch nicht durch.